Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ich denke, am Ende des 1-1 ist okay. Aber durch die Chancen, die wir auch in der zweiten Halbzeit gerade hatten, wenn ich an Florian Hartetz zum Beispiel denke, an den Schuss, hätte es doch noch die 3 Punkte für uns sein können. Aber am Ende, denke ich, sind wir trotzdem damit zufrieden. Gerade als Innenverteidiger kommt man ja eigentlich nur rein, wenn sich wirklich einer verletzt oder es sehr, sehr schlecht läuft, was in diesem Fall natürlich nicht war. Aber der Moment, als ich reingekommen bin, war natürlich sehr plötzlich. Und man konnte sich nicht wirklich darauf vorbereiten, aber trotzdem fand ich es schön, wieder mal zu spielen. Der macht viel mit Freunden, ist auch in der Stadt, Kaffee trinken, aber auch mit der Familie zu Hause. Mit der Freundin unterwegs, geht essen, also eigentlich ein ganz sehr entspannter Hinterweigelt. Also Bastian Schweinsteiger, das fing bei mir an bei der WM 2006. Damals hat er ja noch vorne links gespielt und dann das Spiel um Platz 3 gegen Portugal, wo er 2 Tore gemacht hat. Das hat mir schon sehr imponiert, aber auch seinen Verlauf in der Karriere und seine Persönlichkeit verfolge ich jetzt auch schon ziemlich lange und ist so ein Typ, mit dem ich mich auf jeden Fall mal gerne treffen würde. Und meine Nummer wurde mir tatsächlich zufällig wurde mir zugelost. Aber ist natürlich so ein bisschen Schicksal, dass Bastian Schweinsteiger auch die 31 getragen hat. Ja, es ist natürlich das, was Arminia jetzt langsam ausmacht auch, dass man auf die eigene Jugend schaut und auch viele Talente in den Profibereich einbindet. War früher nicht unbedingt der Fall. Aber natürlich freut mich das umso mehr, dass es jetzt endlich so geworden ist. Und auch ich, dass ich selber mitgemacht habe von klein auf bei Arminia und dann den Sprung zum Profis geschafft habe. Und ich weiß ja, wie schwer es ist. Und deswegen freut es mich natürlich, wenn jetzt noch mehr darauf geschaut wird. Das Spiel war ja nach der Länderspielpause. Von daher hatte ich eine lange Zeit, wo ich schon wusste, dass ich wahrscheinlich in der ersten Elf stehe. Zum ersten Mal. Und da ist natürlich eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität dabei. Man freut sich auch unglaublich, endlich für Arminia auflaufen zu dürfen von Anfang an. Weil es ja so ein kleiner Kindheitstraum ist, für jeden Jungen eigentlich, der hier in diesem Verein spielt. Und ja, es hat natürlich meine Familie auch unglaublich mit Stolz erfüllt, die jedes Spiel im Stadion sind und sich auch beim letzten Spiel unglaublich gefreut haben, als ich eingewechselt wurde. Ist eine gewisse Anspannung da, aber eine gute Anspannung, dass ich nicht zu locker bin. Nervös bin ich eigentlich nicht mehr. Dafür bin ich jetzt schon zu lange dabei, aber ich freue mich auf jeden Fall, also die Freude überwiegt. Wir haben die letzten 2 Spiele gewonnen. Ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit auch in der ersten Liga spielen möchte, den Aufstieg schaffen möchte. Ist sozusagen ein direkter Konkurrent von uns, auch wenn die Liga sehr eng ist momentan. Aber wenn wir gewinnen, können wir sie auf jeden Fall überholen. Das sollte unser Ziel sein und ist, wie ich gehört habe, auch ein schönes Stadion und auch gewisse Namen, die bei Ingolstadt spielen, also das reizt mich auf jeden Fall. Die Ziele dieser Saison sind natürlich noch so viele Spiele zu machen, wie es eben geht. Dadurch auch, dass Birian sich leider verletzt hat, rutsche ich ja vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund. Versuche meine Sache da auf jeden Fall gut zu machen, wenn ich die Chancen bekomme. Und auf die lange Zeit gesehen, würde ich schon gerne mal in der ersten Bundesliga spielen, auf jeden Fall. Das ist der größte Traum von mir.